Meine lieben Wildlife-Park-Freunde, guten Tag, seid mir willkommen, herzlich willkommen. Ein Gärtner müsste man, glaube ich, auch mal einstellen. Wir haben natürlich jetzt ganz, ganz hardcore-mäßige Sorgen, ne, weil die Kohle ist richtig krass. Wir nehmen aber hier für einen Zehner mal den Gärtner und stellen mal hier so hin und werden sein Einzugsgebiet auf jeden Fall vergrößern. Da geht er auch sofort los und gießt eine Runde. Ne? Wir werden hier sehr sparsam leben müssen, ne? Liebe Leute. In dieser Kampagne, ist die letzte Kampagne übrigens, ne? Hatte ich, glaube ich, in der ersten oder in der letzten Folge der letzten Kampagne erwähnt, dass das hier die letzte Kampagne ist. Und die wird es vermutlich in sich haben, gehe ich mal von aus. Ne? Was die Kohle so zeigt, lässt darauf schließen, was willst du hier, ne? Ich habe Durst, würde gerne ein neues Tier. Kann ich dir nicht helfen? Durst gibt's hier zu stillen. Lass ich mal ganz kurz hier gucken, was die Preisbewertung. Viel zu teuer, viel zu teuer. Okay, gehen wir da einen runter und da gehen wir mal zwei runter. Mehr gibt's nicht, weil so viel zahle ich gerne für Mineralwasser. Okay. Was sagt die Limonade? Komm, spuckt's aus, Freunde. Gut, das ist Mineralwasser, aber, ne, sag doch nochmal, was ist mit der Limo? Hier, komm, Informations, ich brauche Informations. Ah, ein Müllmann müssen wir auch noch unbedingt einstellen, ganz, ganz wichtig. Müllmann, die sind ja meistens umsonst, das ist eine coole Sache. Flum, mach auch mal hier eine richtig gute Sache, mein Freund, das ist perfekt. So, jetzt aber nochmal ganz kurz hier, was ist mit der Limonade? Ich will die Limonade, was kostet die? Ja, ihr sollt nicht alle Mineralwasser saufen, das ist am billigsten, ihr sollt hier eine Limo kaufen, ne? Das ist irgendwie... Ja, welche Kiddies kaufen denn freiwillig Limo, wenn es Mineralwasser, wenn es Limonade gibt? Das sind doch wohl die wenigsten. Wir haben das so im Angebot, ne? Ja, ja. Kostet 3, will aber keiner haben, okay? Na, auf jeden Fall kommt kein viel zu teuer, insofern ist das erstmal Peng. Gut, wir haben ja letztes Mal die Gazellis eingerichtet. Jetzt mal ganz kurz gucken. Gazellen, Gazellen, Gazellen. Wie viel Zebrasse brauchen wir? Wir brauchen Zebrasse 8. Das Ding ist halt einfach, dass dafür wird das Gehege, glaube ich, ein bisschen klein gebaut, dass wir dann noch 8 Zebrasse reinkriegen. Okay, was ist euer Problem? Neues Tier. Ja gut, da kann ich jetzt aktuell nicht wirklich mehr dienen. Ne, neue Tiere, das ist... wir müssen jetzt erstmal den Weg hier weiter fortführen. Oder geht ihr weiter? Mal ganz kurz beobachten. Man muss ja die Besucher beobachten, damit man weiß, wo die ungefähr, was die überhaupt und sowieso, ne? Okay, der Gärtner geht auf jeden Fall gut rein. Was ich nicht verstehe, ne? Hier, guck mal, der Onkel, ne? Der hat das auch noch im Einzugsgebiet. Den müssen wir jetzt noch ein bisschen hin und her schieben, ne? Das ist, bleibt nicht aus. Wir müssen immer so ein bisschen aufs Essen achten, ne? Weil wir können uns diesmal ja nicht so wirklich viel, irre viel Personal leisten. Denn ihr seht, ne? Die Kohle ist absolut dürftig gesät und, naja, nehmen wir mal jetzt hier mal bis da weiter. So, okay. Dann können wir das vielleicht noch da rumführen. Ne, wobei können wir uns aktuell nicht leisten. Ist leider so. Wir werden jetzt aber hier ein Gehege für die Zebras da reinballern. Wer läuft da hinten? Ach, der Gärtner. Okay. Zebrasse, Zebrasse, Zebrasse. Zebrasse. Wir machen Zebrasse. Wunderbare Zebrasse. So, komm. Flum. Wir machen das mal ein bisschen größer. Vielleicht können wir da noch was anderes mit reinballern. Denn nur Zebras ist ein bisschen, dafür ist es ein bisschen, sagen wir mal, überdimensioniert, das Gelände, ne? Allerdings das Problem ist, das Problem ist, wir können ja noch andere Tiere, wir müssen ja nicht unbedingt die Tiere nehmen. Ich hoffe nicht, dass die Kampagne scheitert, wenn ich Tiere kaufe, die da nicht auf der Liste stehen. Okay, was machen wir? Wir müssen jetzt als erstes, ja, Zebrasse. Moment, wie viele Zebrasse brauchen wir?
Ne? Übrigens, wer neu hier ist bei Wildlife Park, Zebrasse ist bei Speakin 45 die richtige Pluralform. Ne? So, das frage ich auch gelegentlich in Tests ab, ne? Und da sind schon einige. Ne? Das ist so, 8 Stück brauchen wir. Okay, nehmen wir 8 Zebrasse. Ganz kurz mal gucken, wo sind die Zebrasse? So, nur ganz kurz hier. Wir müssen natürlich alle auf schießen, die auf Lau sind. Ne? Auf Lau dann ja, bitte sehr. Auf Lau dann ja, bitte sehr. Auf Lau dann ja. 3. 3. 4. 5. 6. So, 6 erstmal ganz kurz gucken. Jetzt müssen wir ganz kurz hier. Hallo. Moment. Wasser, auf jeden Fall Wasser. So, Freunde, was wollt ihr fressen? Ihr wollt fressen, ihr wollt fressen. Was genau wollt ihr fressen? Gräser. Pass mal auf, wir machen dann für euch ein paar Gräser, klar. Gräser. Futterkrippe, Gräser. Leckstein kriegt ihr auch. So, okay, dann müssen wir mal ganz kurz... Also wir brauchen auf jeden Fall noch einen Onkel. Da geht leider kein Weg dran vorbei. Der ist ein bisschen teuer. Okay, nehmen wir den hier. Zimdi-Wimdi. Flupdi-Wabbeli-Wupp. Okay, die wollen natürlich auch Pflanzen. Das ist einzusehen. Mit Pflanzen müssen wir relativ zügig dabei bleiben, denn ne, die sind halt... Moment, ganz kurz gucken. Was brauchst du für eine Erde? Das war, glaube ich, irgendwie eine... Gras. Ja, Moment. Was war denn nochmal mit das war, glaube ich, Savannengras. Ne? Dann stellen wir hier einen hin. Stellen wir da schön einen hin. Und dann machen wir Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. Das Problem ist, das Savannengras hat, das siehst du hier fast gar nicht als Savannengras. Mit dem Sand hier. So, die sind was am Abklappern, das kann ich verstehen. Das wäre mir auch zu kalt, mehr als Zebra. Ne? Mal gucken, dass wir das hier genau platzieren, ne? Weil wir dürfen halt hier keinen Platz verschwenden. Ne? Okay, da ist okay. So, und dann müssen wir... Kommen da noch. Dann wollt ihr wahrscheinlich, glaube ich, springen oder so. Ne? Ihr wollt jumpern, ganz kurz gucken. Savannengras haben wir hingekriegt. Springen, genau. Die wollen springen. Springe. Machen wir mal. Oh ne, der ist ein bisschen groß. Machen wir hier so einen kleinen Springen, links der Bums da. Machen wir hier ein bisschen springen. Da ein bisschen springen. Wollt ihr euch auch kratzen? Ich glaube, ich wollte euch auch kratzen, oder? Mineralien, gut, brauchen sie gar nicht. Ja, gucken wir mal, haben wir jetzt da zwei Klötze drin. Können sie zu nur drüber jumpern, ne? Gut, da jumpern sie schon, perfekt. Okay, super. Super. Okay, ihr müsst ein bisschen poppen, Freunde, ne? Dann haben wir noch eine Gazelle auf Lau. Ganz kurz mal gucken. Gazelle umsonst. Weil die waren ja, glaube ich, recht teuer, ne? 100. Da ist nur einer auf 0. Cool. Bitte sehr. Und die letzte auch 0. Bitte sehr. So. Na, dann sollte das Ding hier aber, ne, sich verflüchtigen, ne? So, pass mal auf, Onkel, pass mal auf. Ich pack dich jetzt einfach mal hier hin. Mal gucken, was du dann so machst. Wo du dann hingehen tust. Das würde mich mal interessieren, weil du hast ja hier, ne? Guck, ihr seht, das Einzugsgebiet ist hier alles grün und der bleibt da fleißig draußen stehen. Mal gucken, ob er dann anfängt, was nachzufüllen, wenn was leer ist. Das, ne? Wir müssen hier halt echt irgendwie radikalstens sparen. Denn ihr seht, wir sind gleich pleite. Pleite bedeutet, wir können auch keine Pflanzen mehr kaufen. Wir können ein bisschen was nachkaufen, aber keine Pflanzen mehr. Es kommt keiner mehr. Das heißt, wahrscheinlich ist das hier, ne, viel zu teuer, ne, viel zu hoch. Okay, da müssen wir echt auf einen runtergehen. Das ist echt richtig bitter, ne? Auf einen. Wir müssen auf einen runtergehen. Wie soll man mit einem den Scheiß... Gut, dann kommen sie, aber Eintritt angemessen. Ja, du bist ja so ein Lustiger, ne? Eintritt angemessen, ne? Was, Oppi, ne? Angemessen, sind, Alter, hast du einen Dachschaden? Du siehst aus, als so Kohle. Eine Pfeife, das ist... Denk an meine armen Tiere. Okay, das habe ich natürlich jetzt ein bisschen, ne, vernachlässigt, weil ich das nicht gesehen habe, dass die Menschen ausgeblieben sind, ne? Weil sie zwei Pfeifen bezahlen mussten, die Penner, ne? Ganz um hier Eintritt. Die Preise sind genau richtig. Das ist mir viel zu teuer. Ja, ja. Musst du drauf klarkommen. Das kostet nun mal Geld, ne? So, jetzt schauen wir mal.
Okay. Funktioniert. Der Typ geht hin und füllt das auf oder macht was auch immer. Er geht auf jeden Fall in das Gehege, ne, und wird dann wahrscheinlich auch hier reingehen. Dann hätten wir den Onkel gar nicht einstellen müssen. Aber wir brauchen eh ein paar Onkels, ne? Insofern, ne? Ja, macht er aber gut, ne? Bleibt dann da stehen, guckt sich alles mal genau an. Ja, okay. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. So, die Zebras sind fleißigstens am Jumpern, ne? Wir müssen jetzt auf jeden Fall... Okay, wir wachsen gerade so ein ganz kleines Zipfelchen. Ja, die sind natürlich alle sauer, ne? Hier Pflanzen, ne? Mehr Parkdeko, stimmt. Das müssen wir auf jeden Fall bringen, Freunde. Parkdeko. Parkdeko ist super wichtig. Ne? Hier mal ein Fäckelchen, ne? Bei der Zebras, ne? Hier mal ein Fäckelchen, ne? Naja, einen schönen Matterfall, ne? Das ist hier Parkdeko vom Allerfeinsten. Mal hier, wie mal da, ne? Moment. Ne? Hier mal einen wunderschönen Matterfall, ne? Setzen wir hier auch noch einen hin, oder? Hier, ne? Irgendwie so, ja, komm. Ja. Ja, Parkdeko ist auf jeden Fall wichtig, ne? Wir wissen ja, das wollen die, ne? So, was ist hier los, Omchen? Ne? Mir geht's prima, das lese ich sehr, sehr gerne, ne? Sehr, sehr gerne, ne? Also, ne? Gut, müssen wir ganz kurz mal gucken. Ich glaube, wir könnten theoretisch und auch praktisch können wir hier noch ein Getränkedingsterbums dahin machen. Flupp. Und ein Dixie-Klo. Es ist nun einmal so, im Dixie-Klo, da sind alle Leute froh. So, jetzt müssen wir ganz kurz mal hier die das Angebot klar machen, ne? Weil, ne? Preisbewertung haben wir letztes Mal nicht gekriegt, ne? Weil wollte ja nicht richtig sagen, ne? Limonade ist mir viel zu teuer. Gerne. Okay, was ist Limonade? Okay, ist auf 3. Hm. Gut, mehr gibt's nicht. Auf alle übertragen. Das ist eigentlich eine Frechheit, aber gut, okay. Was ist dein Problem hier? Du bist zum Abmimmern. Mehr Parkdeko. Ja, ihr wisst ja, ich könnte euch gut und gerne mit Parkdeko erschlagen. Dann machen wir hier ein bisschen Parkdeko. Du kommst, ne? Das ist immer so seltsam. Du kommst in den Park gerade rein. Das ist scheiße. Da geh doch erstmal rein. Guck dich doch erstmal um, Kollege. Mehr Parkdeko. Mir geht's prima. Finde ich super, 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 super. Pardon, so Onze. Ja, der Geysir reißt das jetzt auf jeden Fall raus, liebe Leute. So. Da ist unser, ne? Unser Onkel. Der ist hier was fleißig am Gießen, das Savannengras, ne? Das ist eine coole Sache. So, jetzt will ich auch mal ganz kurz gucken. Obwohl, das ist, glaube ich, ein bisschen zu klein für. Da noch irgendwas reinpacken, ne? Die Zebras, die sind ja gerade mal so, ne? Können ein bisschen was jumpern, ne? So was. Gazellen, manche. Ja, schwanger. Wunderbar. Super. Ne? Das Problem ist, wenn wir Gazellen irgendwann verkaufen müssen, weil die Herde zu groß ist, da kriegen wir nicht eine Mühle Mark für. Ne? Das geht leider, das ist ja komplett, das ist, ne, geht nicht. Ne? So, das Problem, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier weiter fortführen. Und, warte mal, ich setze hier nochmal eine Pflanze hin, denn es ist so, ohne Pflanzen sind die nicht froh. Ne? Das wissen wir, ne? So, was war hier? Alles gut, ne? Gefällt euch das Vogelhaus, ne? Mal ganz kurz gucken, was haben wir hier in Attraktionen, ne? Updates. Wir haben nur regionale Vögel. Ne? Ja, kommt auf die Region an. Ne? Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Ne? So, ne? Stell dir vor, ne? Irgendwo eine Pampas, ne? Hast du Papageien als regionale Vögel. Ne? Gut. Mhm. Aber wie machen wir jetzt weiter, liebe Leute? Das ist eine gute Frage. Wie machen wir jetzt weiter? Wenn wir hier durchgehen, ne? Dann wird das sehr, sehr hügelig. Und ich würde ganz gerne erstmal, was können wir denn hier machen? Weil ihr wisst ja, mit dem Geländetuch komme ich ja vorne und hinten nicht klar. Ne? Ich kann das ja mal probieren, aber ihr wisst, das ist Moment. Bulldozer? Was macht denn der Bulldozer? Gelände. Zufällig viel Wasser. Und abrunden. Gelenke absenken. Ja, sie ist nicht mehr zu viel abgesenkt. Das ist halt immer das Problem an der Sache. Was ist das? Gebäude, Gelände ebnen. Ah, das ist ja ein cooles Tool. Das wusste ich gar nicht. Okay, dann werden wir es mal, ich weiß, kostet das Geld? Ja, das kostet, glaube ich, das kostet nicht mehr Asche, cool.
Okay. Dann müssen wir mal ganz kurz schauen. Wuppdiwappdi. Ja, dann können wir ja auch hier so weiterbauen, ne? Wie, ich bin doch... Okay, ich muss das so in die Richtung ballern, wo es herkommt. Sonst wird es umgekehrt. Okay, das ist nett. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Alright. So, das Ding, dann können wir mich hier weitermachen. Dann ziehen wir mal eine Straße. Das ist natürlich wichtig. Wir nehmen nur einen kleinen Weg. Mehr können wir uns aktuell nicht leisten. So, und da machen wir... Was machen wir? Machen wir da Bisons oder was machen wir da rein? 15 Bisons. Bisons. Ja, ich hätte es ganz gerne ein paar Bisons. Bin ich ehrlich. Ich mag Bisons. Ne? So, was machen wir mal hier? Flum. Dumm. 15. Okay, dann müssen wir das schon ein bisschen größer planen. Okay, jetzt sind wir schon in den Miesen. Super. Naja, okay. So, pass mal auf. Den noch können wir den Stein mitnehmen, ne? Wo immer wir für den auch brauchen werden. Ich weiß es nicht. So. Bisons 5. Da kriegen wir nie im Leben 15 Bisons rein, Freunde. Ich glaube, da habe ich zu klein gemacht. Wir können uns eh keine 15 Bisons leisten. Insofern. Gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier ganz kurz. Wasser wollen die ja wahrscheinlich haben, ne? Was fressen die Bisons nochmal? Gräser, Blätter? Ich glaube, die fressen alles, ne? Aber wir holen uns erstmal so ein paar Bisons hier. Gibt es denn irgendwas auf Lau? Das kostet 100, 100, 100, 100. Mein Gott, jetzt kosten die alle richtig Asche. Ey, da ist keiner auf Lau? Der ist auf Lau. Aber wenn ich jetzt einen einzeln, dann noch einer auf Lau. Okay. Sim. So, du bist auch umsonst hier, bitte sehr. 100, Flum, Dumm, Dumm. Noch einer umsonst. Ja, ja, ihr kriegt sofort, Freunde, ihr kriegt sofort. Echt? Es gibt nur die paar umsonst? Gut, egal. Blätter, 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 Blätter. Das sind Gräser, aber ich glaube, die wollen eh beides, ne? Gut, wir machen erstmal eine Futterkrippe. Dings da oben sind, dann wollen die auch auf jeden Fall... Verdammt, das Ding ist zu klein. Das müssen wir ändern. Machen wir auch. Das ist auf jeden Fall eine Runde zu klein. Für 1500. Moment. Wir runden da nochmal das Gelände ab. Wo war das jetzt hier? Wumdi, 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 wumdi. Blinde Ebenen, genau. Zim, zam, zum, zim, zam. Komm, zum. Okay, da geht es wahrscheinlich nicht mehr so. Da müssen wir auf jeden Fall, weil das ist zu klein, ne? Für 15. Oh Gott, 1000 Pfeifen miese, okay. Nein! Jetzt habe ich das da verrissen mit der Scheiße. Ja, ist egal, wir müssen den eh verkaufen. Zim, Schüss, Zim, Schüss, Zim. Moment. Wieso kann ich das nicht verbinden? Aus irgendeinem Grund kann ich es nicht verbinden. Ja, weiß ich auch nicht. Gut, wir müssen immer ein Tor reinmachen. Moment. Bambuszauntor. Hauen wir mal da hinten rein. Ja, okay. So, müssen wir auch wieder einen Onkel einstellen. Ist denn der Onkel, der hier ist, ist der denn eventuell so flexibel, dass der auch hier beide... Ja, dort kommt der auch rein. Haben wir denn da ein Tor drin? Ist das ein Tor? Ich weiß gar nicht. Haben wir da ein Tor drin? Ne, ich glaube, da haben wir gar kein Tor drin. Bambuszauntor, mal da rein. So. Mhm. Ich weiß nicht, ob er dann da reinkommt. Dass wir den Onkel nämlich erstmal da bei den Bisons hinstellen. Ne? Zim. Und dann Gebiet vergrößern. Vielleicht kommt er dann ja auch theoretisch da rein. Okay, der Gärtner kümmert sich da drum, ne? Und. Meine lieben Leute, ich. Ja, guck mal, wie sie alle angelockt. Die wollen auch Lecksteine. Holen wir noch ein paar Lecksteine unbedingt. Unbedingt, 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 ding, ding. Und dann wollen die auch Mutke, ne? Ich meine, die wollten auch Mutke, ne? Lass mal ganz kurz gucken hier. Willst du Mutke, ne? Gräser, Mineralien, Wasser. Suhl, genau, die wollen sich suhlen. Sprich, wir müssen ganz kurz mal hier auf. Ist das Schlamm? Das ist aber sowas von Schlamm, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, Flum. Gut, euch ist das hier, ne?
Das ist klar, dann machen wir hier noch ein bisschen Mutke, ne? Kann sie auch noch ein bisschen suhlen hier, ne? Flumdi-dumdi. Dann haben sie erstmal gesagt, da sind sie schon voll was am Absuhlen, ne? Und ich bin auch was am Absuhlen hier, ne? Folge beendet, ne? Wir müssen gucken, dass wir uns, die wollen sich, glaube ich, auch kratzen, ne? Dass ich noch ganz kurz immer eben kurz gucken. Bodengras, okay, machen wir gleich noch Bodengras. Das Problem ist, und ich weiß nicht, ob wir das ist, wir gucken. Meine Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und vorbei. Wie gehabt, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker und geht immer wieder hinzu. Und ich sage euer Spiegel 45. Ciao, ciao.